Moin. Ihr seht, ich bin wohlbehalten. Ich bedanke mich übrigens bei Hunderten von Zuschriften, die sich, naja, sag mal, um mein Wohl besorgt haben. Mir geht das wunderbar, mir geht das sehr gut. Ich bekomme auch satt zu essen. Ihr seht, frisch geschniegelt, Haare gekämmt, frisch rasiert. Alles ist am besten. Ich bin auch bald wieder im Norden. Die Honigmann-Nachrichten vom 5. März 2013, Nummer 45. Gakona. Das US-Marine-Forschungslabor, welches an der High Frequency Active Aerial Research Program, also HAARP, Anlagen in Gakona, Alaska forscht, veröffentlicht auf ihrer Seite eine Bestätigung, dass sie erfolgreich eine beständige, künstliche, dichte Plasmawolke in der oberen Atmosphäre erzeugt haben. Man darf da gar nicht drauf rumdenken, was das ist. Die Anlage dient demnach nicht nur zur Forschung, wie bisher behauptet wurde, sondern um die Ionosphäre zu verändern bzw. anzuheben. New York. Der amerikanische Investor und Milliardär George Soros macht Deutschland für die Krise in Europa verantwortlich. Deutschland hat immer nur das getan, was getan werden musste und nicht mehr. Daher bestünden die Rahmenbedingungen der Krise unverändert seit 4 Jahren, sagte Soros auf dem World Leader Forum. Deutschland sitze am Steuer, was Merkel könne zwar keine Politik diktieren, die europäischen Staaten müssten sich allerdings der Zustimmung der Deutschen gewiss sein, bevor Politikinhalte verabschiedet werden können. Das Spardiktat bleibe unangetastet und werde die Situation in den hochverschuldeten Euro-Staaten noch verschlimmern. Die Spardoktrin führte zu einer Abwärtsspirale, in der die Löhne immer niedriger gehalten wurden. Schuldabschreibung und gedrücktes Konsumverhalten werden die Volkswirtschaften auch weiterhin in den Keller treiben. Europa befindet sich in einer Existenzkrise. Die Schuldnerstaaten müssen sich ihren Gläubigern unterordnen und werden zu Mitgliedern zweiter Klasse degradiert. Dies sei politisch inakzeptabel, sagte Soros auf dem World Leaders Forum in New York. Er warnte davor, dass Deutschland bald selbst in Schwierigkeiten geraten werde. Sind wir das nicht schon lange? Wir wissen es nur noch nicht. Und die Schlafschafe träumen weiter. Der Abwertungswettlauf der Währung in den USA und in Japan werde den Wert des Euro steigen lassen, somit die deutschen Exporte außerhalb der Eurozone verteuern. Innerhalb der Eurozone ist die Nachfrage bereits am Boden. Wenn nur noch der Export in den Rest der Welt einbrechen würde, könnte das für Deutschland fatale Folgen haben. Heißt also auch, wir sind an allem schuld. Du, ich, ihr, alle. Nach der Bundestagswahl im September wird sich die Einstellung der Deutschen ändern, zitierte die CNBS Soros. Bis dahin befinde sich Deutschland nämlich selbst in der Rezession, meldete deutschewirtschaftsnachrichten.de. In der Rezession sind wir seit 2008. Kaum einer hat es bemerkt. Die Konsumtempel explodieren fast und alle gehen einkaufen. Aber die Folgen der Krise sehen wir anhand der Arbeitslosen, anhand der vielen Hartz-IVer und dieses ganze Umzugpaket. Deutschland, kleiner Auszug aus einem Text von Silvia Stolz, der einen wichtigen Punkt darstellt. Insgesamt ist festzustellen, dass eine Irreführung und Verzettelung größten Ausmaßes im Gange ist, durch die die teilweise aufwachenden Deutschen und ihr Engagement in der politischen Wirkungslosigkeit abgezogen wurden. Dem kann ich nur so zustimmen. Sie hat recht. Israel, Welt. Folgende Mail erreichte mich vor ein paar Tagen. Es stand bei lupocativo.com. Ich komme gerade aus einem Ägyptenurlaub zurück und möchte dir ein wenig davon berichten. Als ich gestern einen ägyptischen Juwelier nach seiner Meinung über das Thema Israel und Palästina gefragt habe, bekam ich als Antwort: Ich weiß genau, was da läuft. Die israelische Armee rekrutiert Kindersoldaten aus Somalia, Äthiopien und so weiter. Bringt sie über Ägypten nach Israel, bildet sie dort aus und trichtert ihnen ein, dass die Palästinenser böse sind. Nach der Gehirnwäsche fangen die afrikanischen Soldaten dann in israelischer Uniform an Palästinenser zu ermorden. Unglaublich,
Das wusste ich bis dato nicht. Nach UNICEF-Schätzung werden weltweit ca. 250.000 Kinder und Jugendliche als Kindersoldaten rekrutiert und eingesetzt. Für Kindersoldaten gibt es keine präzise und allgemeine Begriffsbestimmung. Die umfassendste Definition lief 1997 verpflichtenden Cape Town Principles. Es wird ihnen erklärt, dass ein Kindersoldat jedwede Person unter 18 Jahre alt ist, die in irgendeiner Funktion Teil einer regulären oder irregulären bewaffneten Gruppe ist. Diese Definition beinhaltet ausdrücklich nicht nur den direkten Waffenkontakt und die aktive Teilnahme von Kindern an Kampfhandlungen, sondern auch den Einsatz von Minderjährigen, etwa als Köche, Boten, Wachleute und so weiter, oder sogar als Selbstmordattentäter. Darüber hinaus bezieht sich Kindersoldatentum auch auf die Ausbeutung von Kindern, meist junger Mädchen, zu sexuellen Zwecken und zur Zwangsheirat mit älteren Soldaten innerhalb dieser Gruppierung. Ist das scheiße, was da abläuft bei dem? Es ist widerlich. EU-Eurozone. Freitag veröffentlichte Eurostat die saisonbereinigte Arbeitslosenquote für die EU-17 und die EU-27. Diese belegen erneut die Schärfe der Krise in der Südperipherie und die unhaltbaren Divergenzen in der Eurozone. In der Eurozone stieg die saisonbedingte und bereinigte Arbeitslosenquote im Januar 2013 auf 11,9 nach 11,8 im Vormonat. Also höchste Arbeitslosenquote seit Bestehen der Gemeinschaft. Höchste Quote seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1995. In der Eurozone waren im Januar 2013 18,998 Millionen erwerbstätige Arbeitslosen. In der EU-27 lag die Arbeitslosenquote bei 10,8%. Das entsprach 26,217 Millionen Arbeitslosen, berichtete querschüsse.de. Eurozone. Erst vehement bestritten, nun kommt die Bankenrettung via ESM durch die Hintertür mit einem faulen Trick. Der ESM soll Tochtergesellschaften für die Bankenrekapitalisierung gründen. Weil viele PIX-Banken pleite sind, sollen gleich mehrere Bankenrettungstöchter gegründet werden, teilte mmnews.de mit. Die Eurogruppe will bei der Bankenrettung neue Wege beschreiten. Der Rettungsschirm ESM soll Tochtergesellschaften gründen, um Kreditinstituten in Schieflage künftig direkt Hilfen zukommen zu lassen. Diese Variante, die die Finanzminister bei ihrem Treffen an diesem Montag beraten wollten, schone das Eigenkapital des ESM, wie der Spiegel in seiner neuen Ausgabe berichtete. Würde die ESM-Banken wie beispielsweise der spanischen Bankia direkt helfen, müsste das Geld aus dessen Stammkapital in Höhe von 80 Milliarden Euro entnommen werden, was sein Ausleihvolumen für ein Vielfaches schmälert. Für jeden Euro, der zur Bankenrekapitalisierung verwendet wird, würden die verfügbaren Hilfen für Staaten nach internen Berechnungen um 3 Euro sinken. Das lässt sich durch Gründung von Bankenrettungstöchtern vermeiden. Deren Kapital bringt der ESM auf, indem er eine Anleihe auflegt. Mit diesen Milliarden stattet er seine Töchter aus, die mit dem Geld Banken retten können. So spart der Rettungsschirm Eigenkapital. Also Lug und Betrug. Und nur zum Positiven für die Herren und Damen sogenannten Eliten. Athen, Madrid. Eine andere Sicht der Dinge von Griechenland-blog.gr. Vor 60 Jahren erließen die Gläubiger, darunter Griechenland und Spanien, Deutschland die Hälfte ihrer Schulden. Heute zerstört die Verschuldung diese Gläubiger. Griechenland und Spanien halten beim Aufschwung des Nachkriegsdeutschlands. Sehen Sie die Unterschiede, lautet der Titel des Artikels der britischen Zeitung Guardian anlässlich des 60-jährigen Jahrestags des Londoner Schuldenabkommens. Vor 60 Jahren erließ die Vereinbarung von London die halbe Nachkriegsverschuldung Deutschlands, was von vitaler Bedeutung für den Wiederaufbau Europas nach dem Krieg gewesen sei. Ein völliger Gegensatz zu den Prüfungen für die Völker heute im Namen der Verschuldung. Heute zerstört das Land seine damaligen Gläubiger. Außer der Schulden, die Deutschland bereits seit dem Ersten Weltkrieg schuldete, hat es 1953 ebenfalls Verbindlichkeiten aus Aufbaukrediten geschaffen, die er mit Ende des Zweiten Weltkriegs aufgenommen hatte.
unter den Gläubigern Deutschlands, Griechenland und Spanien. Die Schulden Deutschlands mögen damals geringer gewesen sein im Verhältnis zur heutigen Verschuldung der PIGS. Auch so ernsthafte Beunruhigung, dass ein mögliches Unvermögen zur Bezahlung der Schuld den Aufbauversuch in Gefahr bringen würde. Trotz der Kriegsverbrechen, welches die deutschen Eroberer einige Jahre vorher verübt hatten, beteiligten sich Länder wie Griechenland bereitwillig an dem Abkommen, um zu helfen, dass ein stabiles Gedeihen des Westeuropa geschaffen würde. Hinweis in eigener Sache, vorstehender Beitrag gibt in deutscher Übersetzung die benannten griechischen Quellen, also nicht den Artikel des Guardian wieder. Höre ich da Kriegsverbrechen? Haben wir Partisanen gehabt oder sind sie sogar nach der HLKO verboten? Für Kriege, die uns aufgezwungen worden sind, seitens bestimmter Seiten, inklusive der verrotteten und verrotteten Verträge, die wir bis vor kurzem noch bedienen mussten, und inklusive aller Kredite, die wir den Ländern einräumen, damit unser Export floriert, die wir eh nicht wiedersehen werden, inklusive aller Gelder, die wir in die wirtschaftlichen maroden Länder haben einfließen lassen, beziehungsweise reingepumpt, ich glaub's ja wohl. Aber sowas wird gegen Deutschland immer gerne geschrieben. Der Einzige, der in Europa arbeitet und auch noch Geld abgibt, und das reichlich, ist der Deutsche. Washington Orbit. Schon die ersten Daten der Zwillingssonden der NASA-Mission, des Van Allen Probes, mit denen der sogenannte Van Allen Gürtel und damit ein Torus energiereicher geladener Teilchen erforscht werden soll, die durch das magnetische Feld der Erde eingefangen wird, liefert eine Sensation. Offenbaren sie doch neben der seit dem mehr als 50 Jahren bekannten zweiten Strahlungszonen nun die Existenz eines dritten und von beiden bekannten Gürteln isolierte Strahlungsgürtel um die Erde. Haben wir schon mal von gesprochen und auch geschrieben, um den Van Allen Gürtel. Darum kommt da keiner durch. Kurz bevor das REPT vorzeitig aktiviert wurde, kam es zu einem erhöhten Energieausstoß der Sonne, die wie gewöhnlich dazu führen würde, dass die bekannten beiden Strahlungsgürtel anschwollen. Nach einem zunächst normalen Dateneingang hat es plötzlich den Anschein, als ob sich die angemessenen Partikel neu anordnen und so einen dritten, den Van Allen-Gürtel erweiterten Strahlungsgürtel aufbauen würden. So grenzwissenschaften-aktuell.blogspot.de. Fast mein Thema, ne? Viele wissen davon schon. Erst dachten sie an Instrumentenfehler, so Karnikal. Nach einer eingehenden Überprüfung bemerkten wir dann aber schnell, dass hier gar nichts mehr falsch lief und der dritte Gürtel in voller Schönheit die ganzen 4 Wochen lang aufrechterhalten blieb. Die Entdeckung der zunächst zusätzlichen Strahlungszonen des Van Allen-Gürtels ermöglicht Wissenschaften neue Einsichten darüber, dass die stetige Veränderung des Strahlungsgürtels hervorruft, der auf aus Sonnenrichtung einströmende energetische Partikel reagiert, die auch Satelliten und Raumschiffe bis hin zu bemannten Missionen gefährden und schädigen kann. Tut er. Achten Sie, in 69 schon und eher. Leica. Erinnere ich nur daran. Die genauen Mechanismen sind bislang größtenteils unbekannt. Oder auch nicht. Göttingen, Welt. Nochmals grenzwissenschaften-aktuell.blogspot.de. Eine aktuelle Studie internationaler Wissenschaftler belegt, dass Honigbienen alleine sonstige wilde Bestäuber nicht ersetzen können. Weltweit hängt rund ein Drittel der Nahrungsmittelproduktion von der Bestäubung durch Insekten ab. Herrscht ein Mangel an Bestäubung, fallen die Ernten oft sehr gering aus. In ihrer Untersuchung konnten die Forscher nun belegen, dass Pflanzen besonders viele Früchte und Samen hervorbringen, wenn möglichst viele unterschiedliche Arten freilebender Bestäuber vorhanden sind, welche Honigbienen nicht ersetzen können. Das ist nicht so ganz richtig. Honigbienen diskreditiert man auch deswegen, weil sie im Moment sehr am Sterben sind, dank verschiedener Umwelteinflüsse, die Menschen und Haus gemacht worden sind. Wie die Forscher unter anderem um Professor Dr. Thea Czarnecke von der Georg-August-Universität Göttingen aktuell in der Fachzeitschrift SINS erläuterte, zählen zu den natürlichen Bestäubern neben den Honigbienen auch Wildbienen, Fliegenkäfer, Schmetterlinge, Vögel, aber auch Fledermäuse. Die Ergebnisse machen deutlich, dass eine ertragreiche Landwirtschaft nicht ohne Artenvielfalt auskommt.
Soweit ist das richtig. So Chantke. Es wäre sehr riskant, sich mit der Bestäubung von Nutzpflanzen allein auf die von Menschen gemanagten Honigbienen zu verlassen, deren Anzahl durch Parasiten und Pestizide und durch Mobilfunk in jüngster Zeit stark beeinträchtigt wurde. Konzepte zur Förderung weltweiter Nahrungsmittelsicherheit sollte auch der Schutz frei lebender Bestäuber, namentlich der Wildbienen, berücksichtigen. Ich habe 1992 davor gewarnt, unter anderem in meinem Buch, bin ausgelacht worden. Es gab damals schon aus den 80ern heraus eine berühmte Studie, und zwar, wenn ein normaler Apfelbaum, das sind Tausende, also so bemessen und benannt worden, ein Apfelbaum keine Bienenbestäubung erhält, explizit Bienen, Honigbienen, bekommt der Apfelbaum im Schnitt ca. 4 Kilo Äpfel per Anno, per Saison. Ist er bienenbestäubt, geht der Ertrag auf bis zu 16, teilweise bis auf 20 Kilo hoch, nur durch Bienen. Die konnte man also isolieren gegenüber anderen. Daran erkennen wir aber, dass wir die Bienen brauchen, dringend. Und sämtliche Imker Deutschlands, die das sehen hier und hören, bitte ich, sorgt für Nachwuchs. Macht Leute dafür interessierend, dass sie eventuell sich auch Bienenvölker anlegen, und wenn es nur 2, 3, 4, 5 Völker und Beuten sind. Wäre toll. Wir brauchen es. Kano, Nigeria. Im Januar 2013 erzählten Impfneurotiker Bill Gates der Welt in einem Interview, dass er glaube, sein globales Impfprogramm sei Gottes Werk. Ich sag da nichts. Das wird unser Erfolg nicht stoppen, sagte Gates. Wir müssen uns mit dem praktizieren, auf den Schutz der Frauen, die hier göttlichen Werk verrichten, um zu den Kindern fahren und den Impfstoff verabreichen. Diese Worte sprach er, nachdem er im Januar mehrere Impfgehilfen in Pakistan erschossen wurden, die Polioimpfung durchführen wollten, berichtete politaya.org. Obwohl Gates sein Gotteswerk, besser ist das, was er macht, ist wohl ein Teufelswerk, nehme ich mal an, weitertreiben will, scheinen die Menschen in der dritten Welt ihre Gefühle überdeutlich zum Ausdruck zu bringen. Sie wollen davon nichts wissen, nun weitere Erschießungen in Nigeria. Dort wurden 9 Gesundheitsbedienstete, welche Polioimpfung machen wollen, scheinbar von islamischen Militanten erschossen. Bewaffnete Männer hatten bei Anschlägen auf 2 Kliniken zur Impfung gegen Kinderlähmung 9 Menschen getötet. Ein Geistlicher hatte sich gegen die Impfkampagne in Kano gewandt, und örtliche Radioprogramme griffen Verschwörungstheorien auf, wonach es sich bei dem Impfprogramm um einen Komplott des Westens zur Sterilisation muslimischer Frauen handelt. Es wäre nicht das erste Mal, dass Impfungen in der Absicht verpasst werden, Frauen in der dritten Welt und anderswo zu sterilisieren. Im Jahr 1995 wurden von vielen Ländern der dritten Welt Tetanus-Impfungen akzeptiert und appliziert, die eine Substanz zur Geburtenkontrolle enthielt. Die durchführenden Regierungen waren alle damit einverstanden. Organisation war die Weltgesundheitsorganisation Eugenikabtreibung der Globalisten. In Pakistan sind jetzt in der letzten Woche wieder mehrere Helfershelfer von Bill Gates vor 3 Tagen erschossen worden. Macht mich das stutzig? Eigentlich nicht. Berlin. Es dürfen gute Nachrichten für hochverschuldete Krankenversicherte sein. Die schwarz-gelbe Bundesregierung plant einen Pressebericht zufolge, Hunderttausenden Schuldnern der privaten und gesetzlichen Krankenkassen unter die Arme zu greifen. So berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass Daniel Bahr, FDP, vorschlägt, die Wucherzinsen von bis zu 60% bei den Krankenkassen abzuschaffen. Darüber hinaus soll in den privaten Krankenversicherungen, in den PKVs also, ein sogenannter Notlagentarif eingeführt worden, der nicht mehr als 100 Euro pro Monat kosten soll. Mit diesen Maßnahmen will die Koalition ein weiteres Fortschreiten des Schuldenberges verhindern. Man will abgreifen, wo man will. Auch kleine Beiträge machen, einen großen. Nach Angaben des Spitzenverbandes der privaten Krankenversicherung können aktuell rund 150.000 Privatversicherer ihren Beitrag nicht oder nur unvollständig zahlen.
selbst im Herbst 2011 Rückstände rund eine halbe Milliarde Euro. Die gesetzlichen Krankenkassen beziffern allein den Rücktritt und Rückstand bei freiwillig gesetzlichen versicherten Selbstständigen bei uns bei gut 1,5 Milliarden Euro. Insgesamt seien es sogar 4,5 Milliarden Euro inklusive Zinsen. Daher solle laut Medieninformationen der Zuschlag von 5 auf 1% je Monat minimiert werden. Wenn wir für den Geldverleih 1% pro Monat nehmen würden, kämen wir in Bau wegen Wucher. Krankenkassen sollen jedoch weiterhin nicht kündigen dürfen. Die Gelder der Krankenkassen, das wissen ja in der Zwischenzeit sehr viele, liegen sowieso nicht in Deutschland. Die Krankenkassen haben keine Gelder. Sie müssen über einen Fonds Beiträge im Prinzip für jedes Arzneimittel, für jede Arzthilfe anfordern in England. Denn die gesamten Gelder liegen in England, in einem Hedgefonds und werden dort verwaltet. Die gute Nachricht von gutenachrichten.com.de. Ein Kleinbauer erzielte 22,4 Tonnen Reis auf einer Anbaufläche von einem Hektar im Bundesstaat Bihar in Nordindien. Er freute sich über diesen Weltrekordertrag. Auch wenn westliche Wissenschaftler dagegen wettern. Durch die in Fachkreisen umstrittenen SRI-Anbaumethode erwirtschaften die Reisbauer in ganz Bihar, das ist der ärmste Staat übrigens in Indien, rekordverdächtige Erträge, sodass viele von ihnen sogar ihren Gewinn verdoppeln konnten. Monsanto, Syngenta sind von den Erfolgsmeldungen aus der indischen Provinz Bihar gar nicht begeistert. Begreife ich gar nicht. Denn die Großkonzerne wollen sich mit ihrem Saatgut, Düngemitteln, Pestiziden weiterhin eine weltweite Vorherrschaft sichern. Aber sie sind am Abbröckeln, gesamt auf der Welt. Bei der SRI-Methode pflanzt man weniger, aber in breiteren Abständen. Zudem verwendet man weniger Wasser, dafür aber reichlich organischen Dünger, damit der Boden besser atmen kann und die Wurzeln mehr Luft bekommen. Die Bauern benutzen weniger Saat, Wasser und Chemikalien, dennoch mehr Ertrag bei geringerer Investition. Menschen in den Entwicklungsländern müssen durch Anwendung dieser Anbaumethode nicht mehr hungern. Kleinbauern können ohne Saatgut und Pestizide erfolgreich biologisch anbauen. Der weltweite Hunger könnte nur mit Hilfe der Kleinbauern bekämpft werden, wie Studien belegen. Kann ich nur sagen, na, geht doch. Das war's dann mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir haben herrlichstes Wetter hier, deswegen kann ich hier im Hemd auch draußen sitzen. Und wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.